geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie total verunsichert sind, was den Euro angeht? Immer neue Rettungsschirme. Nach Griechenland, nun Zypern. Das schwächt unsere Währung. Wir wollen die alte D-Mark wieder haben, sagen die einen. Die anderen sagen Katastrophe. Das macht doch den Export kaputt und vernichtet Arbeitsplätze. Seit Sonntag gibt es eine neue Partei, die sich die Rückkehr zur D-Mark auf die Fahnen geschrieben hat. Ein Viertel der Bundesbürger können sich vorstellen, eine solche Partei zu wählen. Das sagen aktuelle Umfragen. Deren Vorsitzende jetzt bei mir im Streitgespräch mit einem Politiker, dessen Partei sich am meisten bedroht fühlen muss. Die Meinungen sind höchst unterschiedlich. Erstmal herzlich willkommen hier am Brandenburger Tor. Die einen sagen, das sind politische Wirrköpfe, die aus Stimmungen Stimmen machen wollen. Das renommierte Handelsblatt schreibt aber, die Unterstützer lesen sich wie das Who is Who der Wirtschaftswissenschaft. Was ist nun diese neue Partei und wen will sie angreifen? Ich freue mich, dass die neu gewählte Vorsitzende bei uns ist. Ich begrüße Frauke Petri. Sie ist Chemikerin, promoviert, Unternehmerin aus Sachsen und jetzt Parteivorsitzende. Herzlich willkommen. Danke. Und ihr gegenüber ein streitbarer Politiker aus dem Bundestag, der Mann, der sich mit Geld auskennt, der finanzpolitische Sprecher der FDP, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und der Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz, Volker Wissing. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Frau Petri, brauchen wir die D-Mark? Wir brauchen ein Ende dieses Euros. Was danach kommt, ob da D-Mark steht oder ein anderer Name einer neuen Währung, das ist gar nicht entscheidend. Wir werden zwar als die D-Mark-Partei wahrgenommen, tatsächlich sagen wir aber, wir müssen diesem Euro ein Ende bereiten. Brauchen wir das Ende des Euro? Nein, denn wir leben mit dem Euro in Wohlstand und Wachstum. Und eine Renationalisierung der Währung würde die Weltwirtschaft ins Chaos stürzen. Und das, was wir heute haben, mit Chaos zu tauschen, wäre keine gute Idee. Dann schauen wir uns die neue Truppe mal an, die besonders die FDP bedrohen könnte. Es sind EU-Gegner, die dabei sind. Es sind Konservative, Politneulinge, aber auch alte Hasen. Sie alle vereint eigentlich, dass die Stimmung im Volk eher kritisch ist im Blick auf Euro und Europa. Aufbruchstimmung beim Gründungsparteitag. Es geht aufwärts für Deutschland. Mit der Alternative für Deutschland. So das Credo der neuen Partei. Wichtigste Forderung: weg mit dem Euro, her mit der Mark. In der Politik ist nichts unumkehrbar. Der Euro schon gar nicht. Er war ein historischer Fehler, aber Fehler können korrigiert werden. Parteisprecher Lucke war lange CDU-Mitglied. Er ist aufgebracht über die schwarz-gelbe Politik, wie viele hier. Man hat das Gefühl, die regieren an einem vorbei. Ich bin jahrelang nicht Wähler gewesen und finde das jetzt schon sehr interessant. Wir möchten nicht regiert werden von den Eurokraten, sondern wir sind eine eigene Nation. Schon gibt es Kritik. Die Partei bewege sich am rechten Rand. Für Hans-Olaf Henkel, Ex-BDI-Chef, völlig absurd. Niemand von den Leuten, die ich kenne, hat auch irgendwas nur mit rechts zu tun und schon gar nicht mit Rechtsradikalen. Bei den etablierten Parteien betonte Gelassenheit. Die Alternative für Deutschland sehe ich nicht als eine wirkliche Gefahr. Ich glaube, dass diese Partei ja gegründet worden ist aus einer Mischung von Angst vor der Zukunft und von Unwissen. Das ist eine Partei, die vor allem für die CDU/CSU eine Gefahr darstellt, weil sie ihnen Stimmen wegzunehmen droht. Ob die Alternative es in den Bundestag schafft, ist fraglich. Dem schwarz-gelben Lager aber könnten ihretwegen am Ende entscheidende Stimmen fehlen. Herr Wissing, Cem Özdemir hat schon von der FDP gar nicht mehr gesprochen und sagt, die Union wird da angegriffen. Ein Drittel ihrer Stammwähler können sich laut Umfragen vorstellen, eine solche Partei zu wählen. Macht Ihnen das Angst? Nein, Angst ist kein Ratgeber in der Politik, schon gar nicht in Krisenzeiten. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass viele unzufrieden sind über die Situation in der Eurozone. Nur die Frage ist, was ist die Lösung? Und die Alternative für Deutschland bietet als einzige Lösung die Wiedereinführung der D-Mark. Und das ist schlicht unmöglich. Wenn Sie das machen wollten, müssten Sie einen europäischen Gipfel herbeiführen, bräuchten mindestens 3 Wochen, um das zu verhandeln, müssten Sie 3 Wochen die Börsen schließen. Darauf geben Sie keine Antwort. Dass Sie in die Politik gegangen sind und jetzt Vorsitzende sind, obwohl Sie
Unternehmerin sind, Mutter von 4 Kindern. Sie haben ja genug zu tun. Ist das diese Unzufriedenheit? Das ist vor allen Dingen der Drang, endlich etwas zu bewegen und ein Ende einer angeblich alternativlosen Politik zu bereiten. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen wahnsinnig ärgert und auch motiviert, zu uns zu kommen, dass ihnen ständig erzählt wird, es gäbe keine Alternative. Und Politiker zu sein heißt, Alternativen zu finden. Sich also hinzustellen und zu sagen, es gibt keine, ist eigentlich das Ausführen Politiker. Und das ist das, was die Menschen zu uns treibt. Was hat Sie eigentlich dazu geritten, die Kanzlerin darin ja auch zu unterstützen, es sei alternativlos? Wir haben die Bundeskanzlerin bei diesem Weg unterstützt. Die Äußerung muss sie selbst rechtfertigen. Fest steht, dass es viele Alternativen zu der Politik gibt, die wir gegenwärtig verfolgen. Nur die anderen Alternativen sind für die Menschen schlechter. Sie riskieren mehr Arbeitsplätze, die Alternative riskiert, die geordneten Verhältnisse, die wir heute haben, in ungeordnete Verhältnisse zu überführen. Und ich will noch mal sagen, wir leben in Wohlstand und Wachstum. Und dann zu sagen, wir machen mal einen Feldversuch mit der deutschen Bevölkerung und riskieren die Renationalisierung einer Währung in dieser Situation, das halte ich für unverantwortlich. Das ist ja so nicht ganz richtig. Und Sie reduzieren uns ja wiederum auf die Aussagen, wir wollen zur D-Mark zurück. Und mein einleitender Satz war, dass das zwar das ist, was die Menschen natürlich erstmal zu uns bringt, das aber sehr wohl verstanden wird, auch von den Leuten, die keine Wirtschaftswissenschaftler sind, dass es natürlich geordnet gehen muss. Und Sie sind wirtschaftspolitisch beschlagen, mehr wahrscheinlich sogar als ich, aber Sie wissen genau, so gut, dass es hunderte von Wirtschaftswissenschaftlern bei uns gibt, die sehr glaubhafte Modelle vorgelegt haben, wie eine Rückführung zu nationalen Währungen oder kleineren Währungsverbünden, das lassen wir nämlich offen geschehen können. Und deswegen ist das Angstmache, was Sie betreiben. Sie betreiben Angstmache, dass es nicht geht. Die Wahrheit ist aber, es gibt diese Möglichkeiten, man muss sie nur endlich mal gehen. Frau Petry, die Bundesregierung und auch die Bundestagsfraktionen, die Sie tragen, prüfen permanent alternative Wege. Und glauben Sie mir, so einfach, wie Sie es sich machen, ist es nicht. Deutschland hat alleine mit seiner Position, die Notenbank in ihrer Unabhängigkeit zu erhalten, schon fast eine Alleinstellungsposition. Wir sind als Exportnation darauf angewiesen, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Und das ist ein harter Kampf und wir kommen Schritt für Schritt gut voran. Und deswegen zu sagen, wir wollen nicht die demokratische Lösung mit unseren Partnern einvernehmliche Kompromisse aushandeln, sondern wir wollen die radikale Lösung. Aber jetzt das hat man gefährdet, doch den Eindruck, das gefährdet Stabilität. Wissing, man hat aber doch den Eindruck, jetzt wird also Griechenland mit ganz anderen Arbeits- und Rentenstrukturen und so weiter mit deutschem Euro gefüttert. Jetzt kommt Zypern dazu. Ein Wolfgang Schäuble, aber auch in der FDP, ein Solms, haben ja doch mal davon geträumt, man könnte sowas wie ein Nordeuro machen. Also doch die schwächeren Länder sich selbst überlassen. Das ist im gegenwärtig absurd, darüber zu diskutieren, den Euro in Frage zu stellen. Wenn wir die gemeinsame Währung jetzt in Frage stellen, riskieren wir genau das, was wir haben. Nahezu Vollbeschäftigung, ein stabiles Wirtschaftswachstum. Und genau das ist ja die Lösung des Problems. Und wenn wir das riskieren, dann stehen wir mit leeren Händen. Aber Sie sind ja Unternehmerin. Welches Wachstum, Herr Wissing? Wir haben im letzten Quartal 2012 eine Schrumpfung gehabt. Und im ersten Quartal sieht es genauso aus. Von Wachstum kann gar nicht mehr die Rede sein. Und die Tatsache, dass es in Deutschland noch, wie Sie ja recht haben, verhältnismäßig gut geht, liegt daran, dass die Deutschen in den 10 Jahren schon gespart haben. Liegt an Hartz IV und vielen Einsparungen, die von disziplinierten deutschen Arbeitnehmern und auch Arbeitgebern schon vorher eingeführt wurden. Das heißt, ich glaube, wir bezahlen den Euro schon lange. Wir bezahlen ihn mit realen Nettolohnverlusten. Wir bezahlen ihn mit gestiegenen Preisen. Denn dass der Euro ein Teurer ist, darüber sind wir uns eigentlich einig. Es darf nur keiner sagen. Da wird dann von gefühlter Teuerung geredet. Das ist doch aber alles genau genommen ein bisschen Verblendung der Öffentlichkeit. Wenn Sie recht hätten, müsste es den Deutschen nach Ihrer Ausführung ja schlechter gehen als allen anderen in Europa. Und tatsächlich ist es so, dass wir das größte Wachstum in Europa haben. Es ist so, dass wir, ohne dass wir Steuern erhöhen mussten, wir haben sogar 22 Milliarden entlasten können in der Legislaturperiode, die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte des Landes haben. Die Bundesrepublik Deutschland hat die höchsten Beschäftigungszahlen, die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit. Und Sie wollen jetzt der Öffentlichkeit erklären, dass der Euro uns in eine unglückliche Situation geführt hat. Das Gegenteil ist richtig. Ich habe Ihnen gerade gesagt, warum wir diese Situation haben. Und natürlich haben Sie relativ gesehen recht, dass ein Nullwachstum mehr ist als eine Schrumpfung. Das ist schon richtig. Auf wirklichem Wirtschaftswachstum können wir in Deutschland auch nicht reden. In den letzten Jahren hatten wir ein sehr gesundes Wirtschaftswachstum. Daher kommen auch die hohen Steuereinnahmen. Nicht, das hängt ja eng miteinander zusammen. Aber dann fragt man sich trotzdem, warum renommierte Wirtschaftswissenschaftler
viele sogar, die Ihnen ganz nahe stehen. Und es gibt sogar auch FDP-Politiker, die langsam in Richtung der neuen Partei schielen. Warum die ganz anders sind? Die Analyse ist ganz einfach. Wenn Sie die Wirtschaftswissenschaftler fragen, wie sie die Situation der Eurozone bewerten, kommt eine sehr präzise, fachlich hoch beeindruckende Analyse des Zustandes. Mhm. Nur die Politik muss Lösungen liefern. Es reicht nicht zu sagen, der Euro hat das Problem, dass wir unterschiedliche Wirtschaftskraft im Süden, im Norden haben. Die Heterogenität der Eurozone ist ein Problem. Das kann man alles aber wunderbar darstellen. Aber die Lösung muss auf den Tisch. Und wir müssen als Politiker Lösungen liefern. Und da bleiben Sie eine schuldig. Und das ist die Schwäche der AfD. Ihre Analyse ist in vielen Punkten korrekt. Leider haben Sie keine Lösung des Problems. Und die Menschen brauchen von dann Politikern Antworten. Dann sagen Sie jetzt Antwort. Ihre Lösung. Herr Wissing, Punkt 1. Wir sind momentan nicht an der Regierung. Das heißt, es ist immer schön, von den Regierenden zu fordern, dass die nicht regieren, die Lösung parat haben sollen. Herr Dr. Pieper von der CDU hat mir Ähnliches gesagt. Der sagte mir sogar, Frau Petri, kommen Sie doch zu uns zur CDU. Wir haben das im Wahlprogramm stehen, was Sie wollen. Da frage ich mich, na, warum passiert denn da nichts? Also es ist so einfach, Herr Wissing. Ja? Jetzt machen Sie es sich einfach. Denn Sie müssen ja, wenn Sie sagen, Sie wollen gewählt werden, um besser zu regieren, den Menschen sagen, wie Sie das Problem lösen wollen. Und nicht sagen, wir regieren noch nicht, deswegen haben wir keine Lösung. Wählt uns, dann fällt uns vielleicht etwas ein. Nein, die Modelle und das finde ich natürlich nicht überzeugend. Die Modelle sind da, die Wirtschaftswissenschaftler, von denen Sie reden, von denen ich auch rede. Wirtschaftswissenschaftler, Frau Petri, analysieren das Problem sehr zutreffend, aber Sie haben keinen Lösungsvorschlag. Ja, es gibt Übergangsmodelle, in denen man über einen Zeitraum und nicht ungeordnet, sondern geordnet über einen Zeitraum von mehreren Jahren, auch über Einführung von parallelen Währungen, sehr wohl diesen Verbund auflösen können, damit Länder, lassen Sie mich kurz ausreden, wie Griechenland zum Beispiel geordnet ausscheiden können. Die gibt es und das wissen Sie auch. So, jetzt sage ich Ihnen mit der Parallelwährung, das ist ja der einzige Strohhalm, den Sie haben, weil Sie keine sonstige Lösung bieten. Jetzt sage ich Ihnen mit der Parallelwährung, ist ganz einfach. Jeder Zuschauer kann sich die Frage stellen, ob wenn es zum Euro eine Parallelwährung, beispielsweise die D-Mark geben würde, ob er noch irgendeinen Cent in Euro anlegen würde. Das würde keiner tun. Und damit wäre die Parallelwährung nichts anderes als die Einführung der D-Mark. Und da sage ich Ihnen, das ist technisch nicht machbar. So etwas kann man, wenn in einer Notsituation, machen, aber allerdings mit erheblichen Risiken für Deutschland. Ich glaube, in diesem Punkt kommen wir ja nicht zueinander. Aber in einem Satz, den die Kanzlerin auch gesagt hat, stirbt der Euro, stirbt Europa. Sind Sie der Meinung? Nein, so kann man das ja, sie hat's ja in so der gedacht. Das mag die Bundeskanzlerin so gesagt haben. Sie hat damit gemeint, dass der Euro mit dem Europas Schicksal, der Zusammenhalt in Europa eng mit der Währung verbunden ist. Sie hat gesagt, wir sind in Europa zum Glück vereint. Das sind alles richtige Sätze in der Abstraktion. Natürlich ist auch ein Europa ohne Euro denkbar. Natürlich ist auch ein Europa ohne die europäische Integration denkbar. Wir haben das ja im letzten Jahrhundert ausprobiert. Nur es führte zu Chaos, zu Krieg, es führte zu Menschenrechtsverletzungen. Es war am Ende die Freiheit, die dafür geopfert werden musste. Und wir haben jetzt seit über 60 Jahren ein friedliches Miteinander mit unseren europäischen Nachbarn. Und dann einfach zu sagen, jetzt probieren wir mal ein Experiment mit dem deutschen Volk und mit Europa aus. Wissen Sie, das wird am Ende die Menschen nicht überzeugen. Die werden sagen, könnt ihr uns denn garantieren mit eurem Weg, dass wir diese Risiken nicht eingehen? Jetzt spielen Sie schon wieder mit der Angst. Wir haben in der Tat nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr friedliche Phase europäischen Lebens hinter uns. Ohne Euro, glaube ich, die meiste Zeit. Die Sie beide übrigens auf der Ost- und Westseite verbracht haben. Ja, die ich auf der Ost- und Westseite verbracht habe. Und ich bin sehr glücklich gewesen, endlich auch dieses Europa bereisen zu können, was ich als Kind nicht konnte. Aber nochmal, dieses Europa, wenn ich schaue, wie viele Polizisten Frau Merkel brauchte, um sie zu beschützen, als sie nach Griechenland gefahren ist, und wie viel Herr Konrad Adenauer direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gebraucht habe, da lagen da ein paar Nullen dazwischen. Also so friedlich, wie Sie es mir darstellen wollen, ist Europa gerade aktuell nicht und gerade wegen der Euro-Krise. Und ich glaube, dass gerade andersrum den Schuh draus wird. Wir sagen, wir brauchen den Euro nicht, Punkt 1, und andersrum noch, Europa darf nicht am Euro scheitern. Und das sehe ich ganz klar, dass wir Gefahr laufen, dass dies passiert. Denn wir drücken jetzt, ob über Troika oder wie auch immer, zum Beispiel den Griechen oder anderen Staaten, unsere Vorstellung eines Lebens auf. Dazu sind wir gar nicht berechtigt. Diese Länder müssen selbst entscheiden, was sie wollen. Ob sie eine duale Berufsausbildung wollen, wie sie ihre politische Landschaft gestalten wollen. Das Recht haben wir dazu nicht, dort uns in der Art und Weise einzumischen, über das Geldargument. Das heißt, die Eurozone, wie sie derzeit ist, nimmt den Südländern die Möglichkeit zur eigenen Entfaltung. Na klar haben Sie den Euro gern genommen, aber wir wissen doch beide, dass die Einführung des Euro
zum Beispiel in Griechenland, auf einer Bilanzlüge basiert. Und das können wir doch nicht weiter totschweigen. Ich finde, Sie reden sehr negativ über Völkerverständigung. Wenn man zusammenarbeiten möchte, dann muss man einen Kompromiss finden, aber Frau Petri, und dann kann man nicht sagen, Hitlerbart. Dann kann man, also das muss sie doch jetzt auch beunruhigen. Nein, zunächst einmal möchte ich sagen, Sie reden sehr negativ über Völkerverständigung. Das stimmt nicht. Verständigung, denn wenn Länder zusammenarbeiten wollen, dann muss man Kompromisse aus unterschiedlichen Vorstellungen finden. Ja. Und das zu bezeichnen als die Deutschen drücken den anderen ihre Meinung auf. Das finde ich problematisch. Wissen Sie, in jeder menschlichen Beziehung gilt das Gleiche. Zwei versuchen, einen Kompromiss zu finden. Das ist nicht, einer drückt dem anderen die Meinung auf. Nein, die Alternative, da haben Sie vollkommen recht. Jetzt möchte ich auch ausreden. Die Alternative, Frau Petri, ist, dass man sich scheidet, dass man sich trennt voneinander. Dann kann jeder seinen Weg gehen. Dann lässt jeder den anderen in Ruhe. Nur das, wie gesagt, ist in Europa probiert worden, von Generationen vor uns. Und wir haben jetzt mit den europäischen Integrationsprozessen einen anderen Weg gefunden, nämlich uns zu treffen, miteinander zu sprechen und immer auch aus unterschiedlichen Standpunkten eine Lösung zu finden und den anderen zu versuchen zu verstehen. Das ist nicht das, was Sie als dem anderen die Meinung aufdrücken, bezeichnen. Und das, was an Bildern gezeigt wird aus den südeuropäischen Ländern, Sie haben die nationalsozialistischen Vergleiche in Griechenland angesprochen, das ist natürlich aus unserer Sicht nicht hinnehmbar, völlig klar. Nur ist es natürlich auch so, dass die Politikerinnen und Politiker dort, die Fehler beschlossen haben, in den Parlamenten, in den Regierungen, natürlich auch nicht den Mut haben zu sagen, wir haben da Fehler gemacht, sondern es ist auch ein Stück weit menschlich, dass man sagt, das waren die anderen, die im Ausland, und weil Deutschland klare Positionen hatte, wir haben auch eine Verfassung, die uns nicht die Möglichkeit gibt, unsere Souveränität aufzugeben. Kriegen Sie eigentlich Stimmen und dann kommt aus die Europa, aus anderen Ländern, jetzt zur Gründung Ihrer Partei? Ja, natürlich. Wir werden von vielen Leuten aus dem Ausland kontaktiert. Wir haben aktuell keine Kooperation mit ausländischen Parteien, weil wir dazu gar nicht die Zeit haben. Aber ich möchte noch mal ganz gern zurückkommen. Sie malen ein Schwarz-Weiß-Bild, Herr Wissing. Sie wissen sehr wohl, dass wir uns in unserer Präambel, unserer Satzung dazu bekennen, dass wir sehr wohl für die europäische Integration sind. Aber es gibt eben nicht nur das nebeneinander herleben, das Sie beschreiben, versus die völlige Integration. Es gibt auch den Mittelweg. Und es gibt ja bereits genug Leute in Ländern wie Italien oder auch Griechenland oder Irland, die selbst erkannt haben, dass es ein Fehler war. Ja? Das heißt, zu tun, als hätten wir nur ein zerfallendes Europa und eine europäische Zwangsintegration, das ist einfach die Augen vor der Realität zu verschließen. Bevor jetzt Herr Wissing zu Wort kommt, jetzt halten wir über alle drei kurz die Luft an. Denn natürlich, bei diesem spannenden Thema heute, liegt es natürlich nah, vor den Reichstag zu gehen und mal die Besuchergruppen zu fragen, wie stehen Sie eigentlich zum Euro, zu Europa und zu dieser neuen Partei? Ich habe auch so meine Zweifel am Euro, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wer weiß, wenn die D-Mark kommt, was dann ist. Das ist die Unsicherheit. Von mir aus kann der Euro gerne bleiben. Die Währung muss bleiben. Alleine aufgrund der wirtschaftlichen Beziehungen in Europa, wirtschaftliche Verflechtungen auch weltweit, Globalisierung, der Euro muss bestehen bleiben. Sie haben vielleicht von der AfD gehört, der Alternative für Deutschland. Würden Sie diese Partei wählen? Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie viel Erfolg haben, aber ich würde es sagen nicht wählen, weil keine Strukturen dahinter stehen. Ne? Pfiffige Idee, die Worte von Frau Merkel zu übernehmen, Alternative, das ist ausgezeichnet. Ich denke mal, das ist so eine Partei, die genauso untergeht wie die Piratenpartei oder so. Eine Idee hinter einer Partei reicht halt nicht, da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr dafür. Ja, das ist genau der Vorwurf. Herr Wissing, der hat getwittert, zu Außenverteidigungs-, Innen-, Umwelt-, Rechts-, Netzpolitik, Verbraucherschutz und so weiter fällt der AfD nichts ein. Sie sind die klassische Einthemenpartei, oder? Das ist komplett falsch. Natürlich möchte ich erstmal daran erinnern, dass auch die Grünen als eine Partei angetreten sind, die nicht alle Politikfelder sofort besetzt hat. Aber wir besetzen sehr wohl mehrere Themen. Neben der Europapolitik, mit der wir natürlich klar in die Öffentlichkeit getreten sind, fordern wir eine Vereinfachung des Steuerrechts. Das müsste Ihnen eigentlich sehr bekannt vorkommen und müsste Ihnen auch sympathisch sein. Wir fordern unter anderem, dass Bildungsstandards in Deutschland vereinheitlicht werden, weil das ein Punkt ist, den sich alle Familien in Deutschland, und ich bin Mutter von 4 Kindern und kann dafür sprechen, sehnlichst wünschen, weil sie sich über diesen Bildungsföderalismus und den Auswirkungen auf die Familien maßlos ärgern. Wir fordern ein Umdenken in der Integrations- oder in der Einwanderungspolitik, die lange fällig ist, die aus politischen Gründen lange nicht thematisiert wurde. Und nicht was ist da, das, was Sie da wollen? Ja, wir wollen einfach eine gezielte Einwanderung. Und wir müssen also natürlich auch aus Kostengründen Einwanderung eine ungezügelte Einwanderung in Sozialsysteme verhindern. Aber auch da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist auch das, was die Bundesregierung tut. Aber der wichtigste Punkt, den alle anderen Parteien bisher straflich vernachlässigen, ist die direkte Demokratie.
Demokratie. Wir wollen, dass der Bürger wieder mit Politik macht. Und da wird immer gesagt, das ginge nicht, Deutschland sei zu groß, das geht nur in der Schweiz. Das halte ich für falsch. So verlieren wir den Bürger. Und das ist auch der Grund, warum die Leute zu uns kommen. Denn die haben das Gefühl, sie können Politik nicht mehr mitgestalten. Also zunächst einmal möchte ich, weil ich das vorhin nicht mehr sagen konnte, Ihnen sagen, mir gefallen die Worte nicht Zwangsintegration. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Sie Völkerverständigung in Europa schlecht reden. Sie müssen sehen, wir haben einen guten Dialog mit unseren Partnern und der ist die Grundlage, dass wir friedlich und wirtschaftlich erfolgreich miteinander zusammenarbeiten können. Niemand wurde in Deutschland zwangsintegriert und Sie wissen es auch besser. In Deutschland sind all diese Integrationsprozesse demokratisch legitimiert und sind vom Volk entschieden worden. Wann hat das Volk entschieden, Herr Wissing? Und wir sind eine repräsentative Demokratie und auch damit ist die Bundeswehr, Sie lächeln. Ja, aber wären Sie, in bestimmten Fragen, das war ja eben einer der Punkte mehr für Bürgerbeteiligung. Ja, genau. Mehr Bürgerbeteiligung für sinnvoll. Hm. Das kann man in bestimmten Bereichen tun. Ich halte aber auch in der Komplexität. So eine Grundsatzfrage wie. Auch da kann man darüber nachdenken, ob man solche Grundsätze. Ich glaube im Übrigen auch, wenn wir bei der Bewältigung dieser Eurokrise und wir werden weitere Integrationsschritte brauchen, weil wir merken, wir sind stärker aufeinander angewiesen und hängen heute schon viel stärker miteinander zusammen in Europa, sind vernetzt und auch sind eine Schicksalsgemeinschaft viel stärker als die institutionellen. Aber jetzt sage ich mal, das beste Mittel, sagen wir mal, eine solche Partei auszuhebeln, wäre doch zu sagen, so, wir fragen jetzt mal das Volk, was Sie zum Euro sagen und dann wäre doch die Sache wenn erledigt. Wenn es am Ende einen großen Integrationsschritt geben soll, bin ich der Meinung, dass das deutsche Volk darüber entscheiden muss. Man kann den Leuten so etwas, so eine grundlegende Frage nicht aufs Auge drücken. So. Aber nochmal, wir sind in einer, was gemacht wird, ist hier Krisenmanagement. Schauen Sie, der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank hat diese Krise als schwerste Finanzkrise seit dem Ersten Weltkrieg bezeichnet. Mhm. Vergleichen Sie mal die Lebensumstände der letzten Jahre in Deutschland mit den Lebensumständen bei der schweren Finanzkrise nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann wird man feststellen, dass die Politik, die hier immer in kleinen Schritten auslotet, auch in der Völkerverständigung vorangeht, Kompromisse sucht, aber trotzdem eine klare Zielvorgabe gibt und eine klare Linie hat, enorm erfolgreich ist. Und ich kann nicht verstehen, weshalb Sie sagen, das kann man mal aufs Spiel setzen mit einem Experiment der Währungsreform in einer solchen Situation, wo die ganze Weltwirtschaft in größter Gefahr wäre. Das kann ich nicht nachvollziehen. Der Euro ist das Experiment. Drehen Sie bitte den Spieß nicht um. Der Euro ist das gescheiterte Projekt. Nicht wir sind diejenigen, die ein Experiment machen. Sie können eine Krise nicht lösen, indem Sie die Zeit zurückdrehen. Ich gestehe vollkommen zu, und da bin ich in der Analyse auch vieler Volkswirte in Deutschland, auch Mitglieder ihrer Partei, einer Meinung. Es sind Fehler gemacht worden. Ein zentraler Fehler war beispielsweise die Aufweichung des Stabilitäts- und Wachstumspakts durch die rot-grüne Bundesregierung. Fundamentale Fehler. Ja, das Problem ist, wenn Sie, Frau Petry, politische Verantwortung übernehmen wollen, dann können Sie nicht sich hinstellen und können sagen, ich weiß am besten, was andere früher falsch gemacht haben. Sondern das Sie müssen, Sie ja selbst immer. Das sondern, ist ja das beliebte Spiel. Ja, ist ja nett, wenn Sie das so sagen. Aber wissen Sie, das Entscheidende ist, Sie müssen eine Lösung finden. Und Sie müssen auch mit den Fehlern früherer Regierungen, müssen Sie heute für die Menschen Politik zum Wohle des deutschen Volkes machen. Und dennoch machen. Ist es so, da dass, fehlen Ihre Vorschläge. Und dennoch ist es so, dass alle Umfragen sagen, 20-25% der Bundesbürger können sich vorstellen, aus dem Reservoir der Nichtwähler, aber gerade auch von Union und vor allem der FDP, könnten die AfD wählen. Wir haben mal unseren Parteienforscher Karl Rudolf Korte gefragt, wie das mit dem Zuspruch aussieht. Es gab in all den Jahren immer wieder Neugründungen, die auch erfolgreich waren. Und in einer Zeit, in der Wähler immer wählerischer werden und immer weniger gebunden sind an traditionelle Parteien, ist die Chance, dass eine neue Partei durchkommt, relativ groß. Dann haben Sie, Herr Wissing, doch eigentlich die Zeichen der Zeit nicht richtig verstanden und das Gefühl nicht aufgenommen, gerade auch in der FDP, dass es in der Bevölkerung, gerade in Ihrem Klientel, eine Verunsicherung gibt. Ich glaube, die Menschen spüren schon, dass wir für solide Finanzen, für stabile Währung hart arbeiten. Deswegen sind Sie auch in Rheinland-Pfalz aus dem Landtag geflogen. Naja, also ich glaube, dass die Menschen am Ende, das hatte auch noch was mit dem Kernkraftwerk in Fukushima zu tun und anderem. Das waren nicht die Euro-Themen, die damals die Ausschlaggebenden waren. Und die merken heute, wir schaffen es, die Schuldenbremse früher einzuhalten. All die Prognosen, das werdet ihr nie schaffen, das geht nicht. Ausgeglichener Haushalt 2014, wir haben es geschafft. Und wissen Sie, die Menschen werden sich auch die Frage stellen, bedeutet nicht eine Stimme für die AfD, dass am Ende die Ihnen am nächsten
nicht mehr regieren. Und genau, Rot-Grün regiert mit dem französischen Präsidenten zusammen. Und genau das Gegenteil mit dem Gaspedal macht, was Sie helfen am Ende Rot-Grün möglicherweise in den Sattel. Also wenn jemand Rot-Grün in den Sattel hält, dann sind es die Wähler. Und die sollten sich das gut überlegen, denn dann werden sie gleich die Eurobonds haben. Ja, also insofern... Das kann die Konsequenz sein. Ja, aber wenn Sie jetzt aber sagen, in Niedersachsen ist es schon passiert, nicht direkt Ihre Partei, aber verbündet sozusagen, das war nur 1,2%, haben Schwarz-Gelb aus den Angeln gehoben. Sie wählen ja faktisch das ab, was Sie halbwegs noch wollen. Denn bürgerlich sind Sie ja auch. Na, ganz richtig ist das nicht. Punkt 1, wir sind die Einzigen, die endlich einmal an der Stelle mit einer tatsächlichen Alternative auf den Markt kommen. In der Politik sind alle immer die Einzigen. Herr Wissing, Sie wissen, dass wir diejenigen sind, die Ihre Mitglieder abziehen und die Wählerstimmen bekommen, die eigentlich Ihnen gelten. Und dass Ihnen das Angst macht, kann ich gut verstehen. Abgezogen werden die Leute von Ihnen nicht. Herr Wissing, halten Sie sich nicht an Vokabeln auf. Sie wissen, dass Leute aus der FDP zu uns überlaufen. Und wir wissen auch, und Sie wissen das auch, dass ein großes Wählerklientel der FDP sehr wohl bereit ist, uns zu wählen. Und natürlich haben Sie recht, wir müssen alle den 22. September abwarten. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und würden Sie denn, wenn das Ergebnis nachher so ist, dass nur eine Koalition, Union, FDP und Ihre Partei, einen Regierungswechsel verhindern würden, würden Sie dann sagen, das überlegen wir uns? Denn bisher sagen Sie ja, wir wollen mit niemandem koalieren. Na, das ist aber nicht ganz richtig. Wir sagen, wir koalieren mit niemandem, der diese Art der Rettungspolitik fortsetzt. Das heißt, natürlich sind Koalitionsgespräche kein Tabu, aber dann muss die Gegenseite sich bewegen, das ist ganz klar. Wie werden Sie damit fertig mit dem Vorwurf, das müssen wir unbedingt noch klären, dass Sie unterwandert werden vom rechtsextremistischen Bereich? Das heißt, dass auch NPD-Leute bei Ihnen beim Gründungsparteitag schon gesichtet wurden. Ja, ich meine, das ist ja immer beliebt, die rechte Schublade aufzuziehen, weil man weiß, dass das in Deutschland ein Totschlagargument ist. Tatsache, ich habe, glaube ich, vor 10 Tagen mal in die Statistik geschaut, der Mitgliedsanträge. Damals war ein einziges NPD-Mitglied, das eine Mitgliedschaft beantragt hat und natürlich nicht erhalten hat, weil wir keine NPD-Mitglieder aufnehmen. Sie können sich vorstellen, dass bei Hunderten von Mitgliedsanträgen, ich glaube, einer hat ausgerechnet, es sind so und so viele pro Minute oder pro Stunde jeden Tag. Inzwischen sind wir bei fast 10.000 Mitgliedsanträgen, von denen die allermeisten schon bestätigt sind, darunter auch ein paar Förderer, dass wir natürlich zwar suchen können nach solchen Vormitgliedschaften, wenn sie uns verschwiegen werden, werden wir sie erst im Nachhinein aufspüren. Tatsache ist, es gibt einen Vorstandsbeschluss, dass derartige Mitgliedschaften nicht toleriert werden. Und wenn die Leute uns verschweigen, dass sie bei der NPD gewesen sind, dann werden sie ausgeschlossen. Ganz einfach. Auf die Uhr gucken. Eigentlich sitzen ja zwei beieinander, die ganz eng nebeneinander jetzt eigentlich sitzen müssten. Sie sind Organist in Ihrer Kirchengemeinde, Ihr Mann ist Pfarrer, Sie selber spielen Klavier und auch Orgel. Richtig. Können Sie sich vorstellen, mit Frau Petri trotz dieses Streites mal vierhändig zu spielen? Also durchaus, Musik verbindet ja auch, aber es trennen uns natürlich auch Punkte. Man hat gemerkt, so wie Sie über Völkerverständigung reden, tun wir das als Liberale nicht. Dann legen Sie mir da wieder Sprüche, die nicht da haben sind. Ein anderes Vokabular. Und würden weil wir auch Sie ein anderes hier und trotzdem, wir können das Fass nicht wieder aufmachen, können Sie sich das vorstellen, wir spielen mal in der Pfalz vierhändig? Aber klar, gern doch. Koalition wäre für Sie möglich? Ja, wir wissen ja nicht, was für eine Lösung die Partei für die Euro-Krise wirklich hat. Und solange da keine Lösung ist, ist auch eine Regierungsfähigkeit nicht gegeben. Volker Wissing, vielen Dank, dass Sie da waren. Frauke Petri, danke auch an Sie. Nächsten Sonntag wird hier am Tisch europäischer Hochadel Platz nehmen. Schalten Sie also wieder ein. Das war's für heute. Schönen Sonntag noch.